Herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Der humanistische Pressedienst wird nur einmal 10 Jahre alt. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude, Sie anlässlich dieses Jubiläums, Sie hier in Berlin recht herzlich begrüßen zu können. Insbesondere freue ich mich natürlich, dass Herbert Steffen und Michael Schmidt-Salomon Gründungsmitglieder des HPD von vor 10 Jahren gekommen sind. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wer, weil ein Festprogramm es so vorsieht, eine Rede hält, kommt meistens nicht mit leeren Händen. Zumindest erwartet man von ihm ein zu diesem Anlass vielleicht passendes Zitat. Bei der Suche danach bin ich ein bisschen erschrocken, als ich auf folgenden Ausspruch des französischen Dichters Joseph Roux stieß. Es lautet wie folgt: Ein gutes Zitat ist wie ein Diamant am Finger eines geistreichen Menschen, aber ein Pflasterstein in der Hand eines Narren. Sie, verehrte Gäste, werden verstehen, dass ich an diesem Abend nicht mit Pflastersteinen werfen will. Die Vergangenheit ist sicher, verehrte Gäste, weil sie nicht mehr geändert werden kann. Aber sicher wissen wir von der Vergangenheit oft genauso wenig wie von der Zukunft. Deshalb sei mir ein Blick zurück auf die Historie des HPDs gestattet. Am 20. Oktober 2006 wurde auf einer Pressekonferenz im Roten Rathaus der humanistische Pressedienst offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Carsten Frerk, der erste Chefredakteur, erklärte damals, der HPD wolle dem säkularen Humanismus in Deutschland eine Stimme geben. Mit dem HPD werde eine zentrale mediale Anlaufstelle für die Öffentlichkeit geschaffen, die aus erster Hand humanistische Positionen und Aktivitäten informiert. Heute, 10 Jahre später, können wir voller Stolz sagen, mit dem HPD wurde ein Meilenstein in der Geschichte des säkularen Humanismus geschaffen. Mit der Gründung des Pressedienstes gingen die beteiligten Akteure, das waren neben der Giordano-Bruno-Stiftung und dem Humanistischen Verband Deutschlands einige Einzelpersonen, ein nicht unerhebliches Wagnis ein. Und das aus zweierlei Gründen. Rund 20 Millionen Menschen in Deutschland, knapp ein Drittel der Bevölkerung, da sage ich Ihnen nichts Neues, gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Die große Gemeinschaft von ihnen, die große Mehrheit, ist nicht religiös und teilt eine humanistische Lebensauffassung. Gesellschaftlich ist diese Gruppe weitgehend anerkannt. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom November 2015 denkt die überwiegende Mehrheit der Deutschen sehr positiv, 31%, oder eher positiv 57% über die Konfessionsfreien. Nur etwa jeder Zehnte der Deutschen hat ein negatives Bild von den Konfessionsfreien. Das gilt selbst für die Teilgruppe der Mitglieder der beiden christlichen Kirchen, die zu 84% eine eher positive oder sehr positive Einstellung zu den Konfessionsfreien haben. Diese bejahende Zustimmung kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an der politischen Anerkennung und Einbeziehung dieses Teils der Bevölkerung weitgehend fehlt. Tatsächlich sind vor allem die christliche Religion und die traditionellen Kirchen stark privilegiert. Die Liste der Diskriminierungen und Benachteiligungen der nicht religiösen Menschen reicht von der Dominanz
kirchlicher Trägerschaften bei den Kitas, über die Privilegierung christlicher Verkündigungssendungen in den öffentlichen Medien bis hin zur Ablehnung humanistischer Berater in der Bundeswehr. Die Frage stand also 2006 im Raum: Wie kann man angesichts dieser gesellschaftlichen und politischen Realität der schweigenden Mehrheit der Konfessionsfreien eine Stimme geben? Und mit einem weiteren Problem mussten sich die Gründer des humanistischen Pressedienstes auseinandersetzen, nämlich wie die unterschiedlichen Positionen und die diversen Informationskanäle der säkularen Organisationen in einer neuartigen Plattform zu berücksichtigen sind. Gleichen doch die Vereine, Verbände und Stiftungen der Säkularen einer zerklüfteten Landschaft. Der HPD sollte journalistischer Aufklärer sein, der dahin geht, wo es weh tut. Er sollte unabhängig, gemeinnützig und investigativ sein, der Gesellschaft verpflichtet, nicht einzelnen Interessen. Die Geldgeber sollten unter keinen Umständen Einfluss auf redaktionelle Inhalte, Recherchen und jeweilige Entscheidungen der Redaktion und ihrer Autoren haben. Ich denke, das Wagnis von 2006 einzugehen, hat sich gelohnt. Der humanistische Pressedienst hat sich mittlerweile zum wichtigsten Informationsmedium des säkularen Spektrums in der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz entwickelt. Ein paar Zahlen aus der Jahresstatistik des HPDs können das verdeutlichen. Zählte der HPD nach seinem Start im Jahr 2007 gut 500.000 Besucher jährlich, so stieg die Zahl in 2015 auf fast 1 Million User an. Die Anzahl der Nutzer ist gegenüber dem Vorjahr 2015 bereits Ende des dritten Quartals 2016 überschritten worden. Also wir haben eine sehr positive Tendenz. Lag die Zahl der Seitenaufrufe 2015 bei 2,3 Millionen, so waren es Ende September 2016 fast 1,9 Millionen. Die Reichweite, verehrte Gäste, hat enorm zugenommen. So hat die Facebook-Seite des HPDs aktuell 10.428 Fans. Einige Artikel bei Facebook erreichen mehr als 100.000 Leser. Auch bei Twitter hat sich die Zahl der Follower auf über 3.000 erhöht. Mit einem gewissen Stolz kann der humanistische Pressedienst registrieren, dass er von der Bild-Zeitung über die Zeit bis hin zur katholischen Nachrichtenagentur zitiert wird. Vor 4 Wochen etwa nahm Jan Böhmermann den HPD-Artikel über die Abschaffung des Religionsunterrichts in Luxemburg zum Anlass, darüber bei Twitter zu schreiben. Dieser Tweet und seine Reaktion führten an diesem und dem folgenden Tag zu einem massiven Anstieg auf über 40.000 Seitenaufrufe beim HPD. Genug der Zahlen, machen doch Stärke und Glaubwürdigkeit des HPDs zuvorderst die rund 35 Autorinnen und Autoren des Online-Portals aus, die monatlich über 80 Artikel liefern. Natürlich, und das sollte man nicht verschweigen, ging der HPD im ersten Jahrzehnt auf Pfade, die unvorhergesehen und steinig waren. Es gab Talsohlen und wie sollte es anders sein, auch Krisen. Heftigen Streit gab es beispielsweise im März 2008, als die HPD-Redaktion den Anti-Islam-Film Fitna des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders verlinkte. Kritisiert wurde damals, dass der Film die Grenze der freien Meinungsäußerung überschreite und zu Hass anstiftete. Aus den Fehlern der Vergangenheit wurden die richtigen Konsequenzen hinsichtlich klarer Inhalte und der dialogischen Ausrichtung allerdings gezogen. Was macht, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Identität
das Unverwechselbare, das Charakteristische des HPDs aus. Das Logo, die Größe der Farbe, der Schriftzug, der Aufbau der Webseite, die Einrichtung der Redaktionsräume vielleicht. Das alles und noch mancherlei Äußerlichkeiten gehören sicherlich dazu. Aber wenn dergleichen schon alles wäre, dann hätten wir es nur mit einer trendigen Modeerscheinung zu tun. Das Wichtigste in Konzeption und Gestaltung des HPDs sind seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter verstehe ich die Redakteure, die Autorinnen und Autoren, Korrespondenten und Fotografen, die IT-Techniker und natürlich auch die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder. Sie alle prägen eine Kultur des Arbeitens und der Kooperation. Das ist nur möglich, weil alle Beteiligten für die gemeinsame Sache eines Journalismus, der einen Aufklärungsauftrag hat, einstehen und die Ziele des HPDs mitverwirklichen. Ihnen gehört an diesem Tag mein besonders herzlicher Dank. Dass nun nicht alles Gold war, was glänzte und Gold ist, was vielleicht noch glänzt, wem wäre das entgangen? Doch das ändert nichts daran, dass die Idee für dieses Projekt nicht schlecht war. Noch mehr, ich halte es für den entscheidenden Schritt, weil konfessionsfreie Humanisten und Atheisten ein unabhängiges, systemrelevantes Informationsmedium in einer immer komplexeren Welt benötigen. So wichtig es ist, auf 10 Jahre HPD zurückzublicken, so entscheidend ist doch für uns der Blick nach vorn. Vielleicht nicht gleich auf die nächsten 10 Jahre, aber doch auf die nahe Zukunft. Wir alle wissen, dass die menschliche Gesellschaft vor enormen Bedrohungen und Herausforderungen steht. Gleichzeitig registrieren wir ein Anwachsen solcher politischen Entwicklungen, in denen sich religiöse, nationalistische und ethnische Identitätstypen herausbilden. Allzu oft sind dies Konsequenzen aus der Lehre, die im politischen Leben durch die Abwesenheit demokratischer und weltanschaulicher Werte, eines manchmal oder zu häufig unzulänglichen Journalismus erzeugt werden. Selten war die Kritik an den Medien, Stichworte, die wir jeden Tag hören, wie Hasskommentare und Lügenpressevorwürfe, so laut wie in diesen Tagen. Weil den Medien es auch immer schwerer fällt, ihrer Wächterfunktion nachzukommen. Hier setzt der humanistische Pressedienst als journalistischer Aufklärer an. Den gesellschaftlichen Wandel will er unter humanistischen Aspekten reflektieren und sein Wissen an die Leserschaft weitergeben. Dabei legt er seinen Fokus auf solche Themen, die eine Relevanz für die konkrete Lebensführung der Nutzerinnen und Nutzer hat. Der HPD recherchiert zu Machtmissbrauch und Benachteiligungen in Politik, Kultur und Weltanschauung, berichtet zu Themen wie Humanismus, Menschenrechte, Bildung, Werte, Rechtsradikalismus und Islamismus. Der humanistische Pressedienst hat mithin einen Bildungsauftrag. Er selbst erwirbt Wissen und gibt es an die interessierten Bürger weiter. Nun unterliegt natürlich auch der HPD dem digitalen Wandel. Die Zukunft des Online-Journalismus, davon bin ich überzeugt, bewegt sich zwischen Bloggen, Interaktion mit Leserinnen und Lesern, sozialen Medien und neuen Darstellungsformen. Die Aufgabe der Journalisten, Kritik und Kontrolle zu üben, wird zwar nicht abnehmen, eher weitgehend konstant bleiben. Das gilt auch für den HVD. Aber was lässt uns als Leser ansonsten auf die Internetseite des HPDs gehen? Richtig. Themen, die uns als Säkulare interessieren,
begeistern, inspirieren und, was ich denke, das, was wir öfter brauchen, auch amüsieren. Der richtige Inhalt wirkt also wie ein Magnet, nämlich für die Zielgruppe, an die sich der HPD vorrangig wendet. Mit dem passenden und relevanten Content gelingt es in Zukunft auch, die Beziehungen zu Leserinnen und Lesern aufzubauen und die Marke HPD zu etablieren. Denn wenn man einmal ehrlich ist, digitale Medien sind heute längst keine reinen Leserseiten mehr. Vielmehr geht es um multimediale Angebote und Funktionen. Leser werden Nutzer, denn sie interagieren und sind nicht mehr nur passive Konsumenten, sondern auch aktive Sender von Informationen. Sie bloggen, sie kommentieren, sie machen Bürgerjournalismus. Das Individuum, der Leser, der User, wird damit aktiver und selbstbestimmter. Der HPD wird in Zukunft verstärkt die Aufgabe haben, seinen Konsumenten die humanistischen Grundlagen für die Entscheidung der Leser zu liefern. Und zwar, wie ich denke, in einer fast schon wissenschaftlichen Art und Weise. Die Redakteure des HPD bieten dann ihren Usern nicht mehr nur eine politische oder weltanschauliche Meinung an, nein, sie helfen, dass diese ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied, denke ich, zu den Informationsquellen der anderen säkularen Organisationen. Aber es verändert sich noch mehr. Individuen wollen sich mit Gleichgesinnten zusammentun und so eine eigene politische und weltanschauliche Position entwickeln und Aktionen verabreden. Derart vernetzte Communities strahlen eine starke Bindung aus und können sich sogar gegenüber den traditionellen Institutionen durchsetzen. Sofern der HPD also seine Leserschaft eine Rundumorientierung sowie Lebenshilfe und Nutzwert geben kann, wird seine Bedeutung wachsen. Und damit sich möglichst viele Menschen und Medien für seine Angebote interessieren, soll der journalistische Output in den kommenden Jahren gesteigert, Geschichten modern und multimedial erzählt werden. Aber Veränderungen brauchen auch eine positive Vision. Um das zu erreichen, ist der HPD auf eine langfristige Unterstützung angewiesen. Seine Arbeit und Angebote werden bekanntlich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Helfen Sie uns dabei. Gemeinsam machen wir in Zukunft einen humanistischen Pressedienst möglich, der noch kantiger, noch mutiger, noch wahrnehmbarer, substanzieller und damit erfolgreicher wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.